Ein herzliches Quacken, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Counter-Strike Global Offensive Training. Und wieder mit dabei der liebe Race. Nein. Wie schon angekündigt, heute gibt's die Autosniper. Mal gucken, ob ich damit wenigstens ein bisschen mehr treffe. Da war eigentlich schon jemand kurz, aber der ist gleich wieder weg. I got that one. Oh. Lol, auf lang zwei, auf kurz einer. Ich sehe gerade gar keinen. Doch, da war einer. Die Grube gehört mir. Meine Grube. The pit is mine. Yes. Nein! Grube. Was? 201 Whoa. Und 3? Hä? Hi. Ich bin gerade auf den Desktop geflogen. Der ist AFK, der ist AFK. Der ist tot. Ja, Mann, wie gut ich bin, ey. Ein AFK da direkt gekillt, ey. Da wollte dich jemand killen. Ich hab ihn davor. Ich bin schon wieder im Desktop gestorben. So. Hab's gemerkt. Hey, jetzt wird meine Cyber-Team angezeigt. Nice. Boah, ich hatte nicht mehr viel. Grube 2 Leute. Grube 0 Leute. Bitches, jetzt bin ich mal hinter euch gespawnt, ne? Wie fühlt sich das an? How does that feel? Oh! Alter, der war richtig gut. No, son. Not today. Wer schießt ja gerade mit Pistole auf mich? Aua! Hör doch mal auf, Mensch! Ja, da freut er sich. Einer also Autosniper ist generell, aua, um was zu dazu sagen, sehr, sehr teuer. Das heißt, die kauft man sich in einem Normal Game selten. Meistens nur, wenn man sowieso am Gewinnen ist oder so und schon großen Vorsprung hat, weil sonst wirft es einen economy-mäßig echt ein ganzes Stück zurück, wenn man die verliert. Oh Gott, den hab ich nicht getroffen. Naja, jetzt ist er tot. Natschi! Auf jeden Fall auch mit der Waffe, wie mit allen Waffen generell, aber vor allem Snipern, nicht zu panisch werden. Ja. Wirklich ruhig bleiben, sauber zielen. Oh, der ist schon vorgepusht. Das war natürlich jetzt sehr ungünstig. Ha! I got this. No! Naja, da haben wir doch noch erwischt. Rache ist süß. Hier ist irgendwo einer. Good one. And I know this. Ich
Lol, wie witzig, wie ich den gerade nicht treffen konnte. Hey, du Arsch. Ey! Du Vollidiot! Das kannst du nicht machen, da bei dir! Ich sag das irgendwie, wie ich es kann. Steht eine AWP auf A. Nein, da steht zwei AWPs auf A. Wer ist das hier? Aha. Oh. Scheiße. Alter. Okay, ist ein CT gespawnt. That's okay, that's okay. Neben der neuen Operation, von der wir es in der vorletzten Folge, die wir schon mal angesprochen haben, hatten, gibt's auch noch. Puh. Alter. Gibt's auch noch generell ein paar Neuerungen zum Missionssystem und. Auch gibt es jetzt andere Waffen als Bonuswaffen. Ah, das war natürlich blöd jetzt, wenn von kurz und auf lang. Man kriegt nämlich jetzt auch, beispielsweise Scout war selten beispielsweise mal eine Bonuswaffe. M41S gibt es jetzt auch ab und zu mal. AK. Da sind auch so die üblicheren Waffen. Können jetzt mal als Bonuswaffe verfügbar sein. Oh, dieser Penner. Chicken! I got this. Gesagt, I got this. Also stirb auch, Chicken. Ja, klar! Hoffentlich kommt der jetzt nicht runtergesprungen. I don't like. Boah, wirklich hinter mir. Oh, lol, wie hat der das denn? Okay, meine Waffe hat bestimmt rausgeguckt. Oh. Oh. Das ist echt zum Brechen, Mann. Immer die Leute von allen Seiten. So, ist jetzt jemand auf A? Natürlich nur CDs. Natürlich nur CDs. Ich spiele wieder in die Grube. Danke. Du bist in der Grube? Ja. Hör auf! Da! Back! Super, da spawnt er schon wieder hinter mir. Oh, warte. Oh! Gott, von allen Seiten. Gerade kamen irgendwie 3, 4 Leute auf einmal. Kann doch nicht der Ernst sein. Bitch, ey. Kannst du vergessen. Jedes Mal spawnen sie hinter mir. Irgendwann langt's. Aber da wäre schon wieder jemand von hinten gekommen, ne? Das ist echt unglaublich. Ah, ich habe auch ständig Leute hinter mir. Okay, das ist ein CT.
das war eine. What? Das war eine Scout. Na! Ich hätte gerade ein. Ey, das ist wieder so typisch. Ich kann kein Glück haben. Ich spring runter auf kurz und schieß zweimal so einen Millimeter über seinen Kopf an Scope. Das wären die Punkte, dass ich Erster bin. Heute ist nicht mein Tag. Also wir sind natürlich eine Aufnahmesession, ne? Deswegen selber Tag. Halt die Schnauze, du Penner. Lol, 1923, faggot. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen hoch da, auch wenn man da eigentlich zu den Waffen gar nicht so viel erklärt verbal, aber ich denke, allein vom Zugucken, wie man so mit der Waffe umgeht, das könnte schon einigen was bringen. Auch wenn wir selbst natürlich nicht in allen Waffen Profis sind. Man spielt eigentlich so mehr oder weniger nur die Standardwaffen. Ein bisschen mehr Variation bei den Pistolen, aber das war's. Ja, noch ab und zu mal jetzt fange ich an, so ein bisschen mit den Schrotflinten. Aber sonst war's das. Generell noch zu sagen, weiterhin bitte hier schön Anregungen da lassen für irgendwelche Challenges, die wir machen können. Auch nochmal, um das zu sagen, habt ihr einen bevorzugten Spielmodus, in dem wir das machen sollen, dann schreibt es auch einfach dazu. Und ja, wir werden dem dann nachgehen, wann wir das anfangen. Ich habe vor, das so zu machen, dass da sonntags einfach immer so eine Challenge-Folge kommt, wo es dann zusammenschneit, wo wir mehrere Challenges direkt auf einmal sozusagen lösen. Und ja, das werde ich einfach so zusammenschneiden. Und der Typ wird ganz nervös. Lol. War ein Bot. Naja, passiert. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, wie immer, lasst doch gerne ein Feedback da. Lasst uns wissen. Daumen nach oben, Kommentar drunter. Und wir sehen uns dann am Sonntag bei der Challenge-Folge. Und nächste Woche, wenn es wieder weitergeht im Training. Ob ihr da auch generell mal wieder so ein bisschen. No! Ein bisschen Taktik-Training wollt und nicht nur Waffentrainings, alles runterschreiben. Ne? Wir sind über jede Kritik und jede Anregung dankbar und ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.